Dann steht hier außerdem 2025 Gedankensteuerung. Ja. Was genau bedeutet das? Bei Gedankensteuerung hat man ja jetzt erstmal im Kopf diese Hauben, ja, die mit ganz vielen Drähten vernetzt sind. Ja. So unsexy sieht das heute schon gar nicht mehr aus. Also es gibt tatsächlich erste Gadgets, ja, die ziemlich sexy aussehen, ja, wo ich verschiedene Kontaktpunkte habe. Und Forscher haben das schon connected mit einer Datenbrille. Das heißt, es ist heute schon möglich, nur mit meiner Gedankenkraft durch ein Menü zu navigieren. Perspektivisch gibt es natürlich viele, viele Anwendungsbereiche für sowas. Einmal sicherheitsrelevante Bereiche, ja, wo ich sage, okay, per Gedanken kann ich da bestimmte Prozesse in Gang setzen. Ich könnte mir aber auch den Kampf zu Hause auf der Couch vorstellen. Ja, und es ist die Frage, wie trainiert sind wir später als erwachsene Menschen und haben wir überhaupt noch eine Chance gegen unsere Kinder, ja, die von klein auf lernen, mit den Gedanken das Fernsehprogramm umzuschalten. Genau, wenn wir über Gedankensteuerung sprechen, da gibt es auch noch weitere Anwendungsszenarien. Es gibt durchaus sehr, sehr große Tech-Firmen, die daran arbeiten, dass wir perspektivisch in den nächsten Jahrzehnten bis zu 100 Wörter pro Minute texten können, nur mit Gedanken. Das heißt, ich stelle mir im Grunde genommen bestimmte Begriffe vor und diese werden dann vertextet und als Message irgendwo hingeschickt. Das ist natürlich die Frage, wie ich den Befehl gebe, das zu senden. Ja, wäre ein bisschen unglücklich, wenn ich mittendrin an Senden denke und die unvollständige Textmessage rausgeht. Ja. Vielleicht kurz als Vergleich, ein Mensch kann aktuell so zwischen 250 und 300 Worte pro Minute lesen. Also ja, ist schon nicht schlecht, die Geschwindigkeit, cool.